Das Videospiel Hogwarts Legacy ist ein voller Erfolg. Sowohl Fans der Wizarding World als auch erfahrene Spieler haben viel Freude an dem Spiel. Nun gibt es erste Gerüchte, dass eine Hogwarts Legacy-Serie bereits in Arbeit ist. Anfang Februar wurde das Spiel für PC und Konsolen veröffentlicht. Dem Entwickler Avalanche gelang es, durch seine atmosphärische Welt und sein spaßiges Kampfsystem auch diejenigen zu erreichen, die sonst nichts mit Harry Potter oder sonstigen Ablegern zu tun haben. Mittlerweile wurden über 12 Millionen Kopien des Spiels verkauft, was einen Umsatz von ca. 850 Millionen US-Dollar bedeutet und für ein Videospiel äußerst gut ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass kurz vor der Veröffentlichung Stimmen laut wurden, die einen Boykott forderten, da der Vorlagenautorin J.K. Rowling Transfeindlichkeit vorgeworfen wird. Die überwiegende Mehrheit der Spieler ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken. Im Gegenteil, wie diese Woche berichtet wurde, könnte bald auch im Bereich der Serien Nachschub für Fans der Zauberer- und Hexenschule folgen. Laut Giant Freakin' Robot soll sich eine Hogwarts Legacy-Serie für den Streamingdienst HBO Max in Arbeit befinden. Damit würde die Serie weiter in der Hand von Filmriese Warner Brothers bleiben, der Eigentümer des Spieleentwicklers Avalanche ist. Es scheint zudem möglich, dass man die komplette fantastische Tierwesen-Reihe nach dem mäßigen Erfolg des dritten Teils komplett einstampft, um sich dann einer hochkarätigen Serie zu widmen. Inhaltlich könnte das bedeuten, dass die Hogwarts Legacy-Serie wie das Videospiel im 19. Jahrhundert, also deutlich vor den Harry Potter-Büchern und der fantastischen Tierwesen-Reihe spielen wird. Bis auf das aktuelle Gerücht, das von einem bestens informierten Insider stammen soll, gibt es noch keine Informationen zu der Hogwarts Legacy-Adaption. Die Popularität des Spiels ist jedoch ein gutes Indiz dafür, dass auch originelle Projekte abseits von Harry, Newt und Co. erfolgreich sein können. Wir halten euch auf dem Laufenden.